Espresso TV lädt wieder einmal ein zu einer Runde, um zu diskutieren über Dinge, die wir alle in den letzten Wochen ja wahrscheinlich mit viel Freude genossen haben, über Ferienzeit, über Urlaub, über Tourismus in Thüringen. Und dazu hat Espresso diesmal Gäste da, die mit diesem Thema sehr vertraut sind. Ich fange an mit dem Tourismusminister Wolfgang Tiefensee, mit dem Landrat des Saale-Orla-Kreises, Herrn Fügmann, und mit einem Hotelier, Herrn Marx, Michael Marx aus Ziegenrück. Und mit diesen drei Herren möchte ich über das Thema Tourismus in Thüringen sprechen, weil es gibt seit diesem Sommer auch ein Papier in Thüringen, eine Tourismusstrategie. Und über die gibt es, glaube ich, doch ziemlich viel Diskussion im Lande, vor allem bei denen, die Tourismus anbieten. Herr Tiefensee, warum wird denn so heftig darüber diskutiert? Zunächst mal bedanke ich mich sehr, dass wir heute über Tourismus hier sprechen können. Ich bin zum ersten Mal hier in diesem Studio. Espresso, wir haben nur Wasser, aber die Sendung ist bestimmt toll. Die so Bundestagskandidatin Elisabeth Kaiser hat das ein bisschen angeschoben und ich glaube, dass es eine Menge Gesprächsstoff gibt. Tourismusstrategie, warum überhaupt? Wir haben konstatiert, wie der Tourismus läuft in Thüringen und kann man sagen, einigermaßen gut. Aber es gibt noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Die Frage ist zunächst, woran misst man das? Sind wir gut genug? Und was kann man machen, damit wir besser sind? Und das haben wir sehr, sehr gründlich getan. Ich lege ziemlich viel Wert darauf, dass wir jetzt nicht im stillen Kämmerlein irgendwas aufschreiben, sondern mit all denjenigen, die was mit Tourismus direkt und indirekt zu tun haben, zusammen beraten, viele Runden, Expertengespräche, wir haben Studien eingeholt, Befragungen in Deutschland gemacht und stellen fest, Thüringen ist nicht bekannt genug. Wir stellen fest, die Umsatzzahlen in den Betrieben, egal ob das jetzt ein kleines Restaurant, eine Pension oder ein Hotel ist, sind viel zu niedrig. Daraus resultiert, dass man nicht genug investieren kann, manchmal auch seine Fachkräfte nicht gut genug bezahlt. Und schließlich ist die Anzahl der Übernachtungen, die Anzahl der Ankünfte nicht befriedigend, zumal wenn wir auf den ländlichen Raum schauen. In den Städten geht es ganz gut, aber ringsherum ist es oftmals nicht besonders. Darf ich an der Stelle einhaken? Die Beschreibung ist natürlich zielweisend, warum man eine Strategie braucht, damit man rauskommt. Aber ich frage es nochmal, die Strategie, die nun auf dem Tisch liegt, ist nicht unumstritten. Es gibt Richtig. ziemlich viel Kritik daran. Haben Sie Verständnis dafür? Wissen Sie inzwischen, warum es diese Kritik gibt? Ja, Ausgangspunkt ist, wie gesagt, eine gründliche Analyse, deshalb neue Strategie, gründliche Diskussion mit allen, die wir mit ins Boot geholt haben. Und jetzt gibt es mehrere Punkte, die wir uns vornehmen in der nächsten Zeit. Und ein Punkt, auf den Sie anspielen, ist folgender. Wir haben festgestellt, Thüringen mit seinen vielfältigsten, wunderbaren Angeboten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Regionen, wirkt nach außen wie, als ob man ein Schaufenster eines Ladens vollstopft mit wunderschönen Artikeln. Der potenzielle Kunde, der vorbeigeht, sieht schöne Dinge, aber es ist ein Wirrwarr und das geht im Wettbewerb anderer Tourismusregionen unter. Also haben wir gesagt, wir müssen uns zumindest, was das Schaufenster angeht, zunächst einmal konzentrieren. Was ist das Schaufenster? Das ist heute das Internet. Die Urlaube, die Museumsbesuche, die Besuche von Events werden im Internet, werden zum Teil im Smartphone, zum Teil im Computer gebucht. Und da ist unsere Philosophie, dass wir jetzt vier Leitprodukte, von denen wir wissen, dass sie heute schon bekannt sind, dass ein Aha-Moment entsteht, dass wir die ins digitale, ins internetbasierte Schaufenster legen. Und das sind der Rennsteig, das ist Weimar, das ist die Wartburg und das ist Erfurt. Weil wir hoffen, wenn einer den Rennsteig angeklickt hat und nach dem Amazon-Prinzip noch zusätzlich angeboten kriegt, hier gibt es einen Saale-Orla-Kreis, der Rennsteig endet im Osten und da könntest du gleich noch, was weiß ich, das Thüringer Meer besuchen. Was, Thüringer Meer, habe ich noch nie gehört. Läge das irgendwo im Schaufenster, hätte ich es nicht gefunden. Und das ist bei vielen, die diesen Prozess nicht mitgemacht haben, bei vielen, die nur oberflächlich lesen, so angekommen, aha, ihr wollt nur diese vier voranstellen. Nein, wir wollen mit denen wie eine Lokomotive
die Zugkraft entfaltet, auf das andere hinweisen. Und wir sind uns ziemlich sicher, wir werden sehen, ob die Zukunft uns recht gibt, dass wir Thüringen dann im Konzert der anderen Tourismuskonzepte der anderen Bundesländer noch besser aufstellen. Herr Marx, das Schaufenster. Wo finden Sie sich denn im Schaufenster im Moment? Das Problem ist, dass ich mich noch nicht damit anfreunden kann, dass ich irgendwo Fenstern gehen soll. Denn ich kann mir eher vorstellen, dass bei uns eine Tür aufgeht und dass man das, was wir seit über 25 Jahren versuchen zu bewerben, einmal in eine Tür bekommen, die aufgemacht wird, die endlich aufgemacht werden muss. Ich habe halt das Problem, und das ist neulich sehr treffend formuliert worden, wenn eine Binnentourismusgesellschaft nicht dazu in der Lage ist, Europas größtes Stauseegebiet und einen der 10 größten Flüsse von Deutschland touristisch zu vermarkten, dann sind sie schlicht unfähig. Das kann man nicht dem Minister sagen. Denn ich habe schon viele Minister kommen und gehen sehen in meinen 26,5 Jahren, die ich Hotelier bin. Aber jeder Minister hatte immer das Problem, dass er hinter sich ein Büro hat. Und ich glaube eher, dass die Zuarbeit, die unser Minister bekommt, nicht das Niveau hat, was es braucht, um in einer Tourismuskonzeption dann verankert zu werden. Weil wenn man sich vorstellt, dass wir Deutschlands größten und drittgrößten Stausee haben und vermarkten den nicht, wenn ich mir vorstelle, dass wir sagen, wir können natürlich als Land nur dort in investive Rollen kommen, wenn wir auch sehen, da wird nachinvestiert, dann kann ich natürlich nicht verstehen, wieso sind 100 Millionen in Oberhof gelandet, wer hat dort nachinvestiert? Wenn man die Landkarte von Oberhof sieht von 1990 und von heute, sieht man nur, dass 6 Ferienhäuser weggekommen sind. Man hat kein neues dazu gebracht. Man hat durch private Initiativen einige Häuser ausgebaut, manche gut, manche schlecht. Und man hat verdammt viel Geld hineingesteckt, um eine Woche Winter zu vermarkten. Und wir können 8 Monate Sommer vermarkten und sollen uns dann irgendwo hinter dem Fenster eine Scheibe suchen. Das ist mir zu wenig. Herr Fügmann, Sie haben ja den Versuch gemacht, bevor die Strategie auf dem Tisch lag, schon ein Papier gemeinsam mit dem Nachbarkreis Saalfeld-Rudolstadt auf den Tisch zu bringen. Ich gebe ehrlich zu, ich bin so ungefähr bei 150 dann hängen geblieben, obwohl es wohl 164 sind. Einzelne Schritte, Maßnahmen, Bausteine, die man für die Entwicklung über die Kreisgrenze hinweg, ja, dieses Gebietes Bleiloch, Hohenwarte-Stausee, Thüringer Meer genannt, machen könnte. Was sagen Sie, wenn Sie dieses Papier auf Ihrem Schreibtisch sehen und wenn Sie dieses Papier sehen, wo das nicht so sehr drin erwähnt wird? Ja, ist ja kein Geheimnis. Ich bin ein Stück ein Kritiker dieses Papiers und sage das auch ganz offen. Den Ansatz finde ich gut, den der Minister auch hier gestellt hat. Wir müssen Thüringen besser vermarkten, wir müssen bekannter machen. Den Ansatz unterschreibe ich voll und ganz. Aber Thüringen zu reduzieren auf 4 Schaufenster und von den 4 Schaufenstern dann alles abzubilden, das wage ich ein Stück zu bezweifeln. Und momentan ist es so, ich bin ja auch noch Vorsitzender des Tourismusverbundes Rennsteig-Saarland. Hinter mir stehen weit über 100 Mitglieder und die sagen mir ganz deutlich, wir fühlen uns einfach nicht angesprochen. Und das ist schade. Ja. Denn ganz Ostthüringen an sich ist ein Stück ausgeklammert, wenn wir es rein geografisch sehen. Das mag ja sein, vielleicht ganz kurz noch, dass man das anders sieht. Also mein Hauptkritikpunkt ist einfach der, das Ganze auf 4 Schaufenster zu reduzieren, spiegelt nicht Thüringen ab. Und das ist schade. Ich sag mal, wenn ich den Minister richtig verstanden habe, meint er sogar ein Schaufenster, in dem die 4 drinnen liegen und dann die anderen dahinter auch noch. Ich würde ganz gern auf das reagieren, was ich gehört habe. Also zunächst mal, diese Tourismusstrategie ist nicht gespeist oder ein Marketing aus dem, was irgendein Büro im Ministerium sagt. Und wenn Sie zu Recht sagen, das Thüringer Meer mit unglaublicher Schönheit, mit unglaublichem Potenzial ist nicht genug vermarktet, dann ist das zunächst und zuallererst die Aufgabe des Tourismusverbandes, der einzelnen Städte. Wir können gerne dann nochmal über das Thüringer Meer diskutieren, wo wir sehr eng beieinander sind und das in diesen unterschiedlichen Schritten voranbringen wollen. Zunächst und zuerst ist immer die Region in der Verantwortung und die öffentliche Hand kann flankieren. Und ich würde ganz gern nochmal den Versuch unternehmen, um Verständnis zu werben für den Ansatz. Es geht nicht darum, das Thüringer Meer, ob das jetzt Saalburg ist oder Hohenwarte oder ob das Schleiz ist oder Ziegenrück oder
die wunderschönen Museen und Burgen, die wir haben, nicht zu vermarkten. Im Gegenteil. Wir brauchen höchste Qualität überall dort. Und die müssen nicht zuletzt die, wie wir sagen, Destinationen bieten. Die müssen die Tourismusverbände und Vereine bieten. Jetzt kommt es darauf an, wie mache ich dem Fisch meinen Köder schmackhaft und nicht dem Angler. Und da ist es einfach so, dass wir wissen, je mehr und bunter du ein Land als Thüringen einem potenziellen Kunden darstellen willst, umso weniger wirst du gegen Bayern, gegen Mecklenburg-Vorpommern, gegen andere starke Bundesländer dich durchsetzen können. Du musst Alleinstellungsmerkmale haben und wir wissen aus dem Marketing, das, was bereits gelernt ist, muss genutzt werden als Eingangstor. Und Ihr Bild ist wunderschön. Wir brauchen eine offene Tür. Genau das ist die Philosophie und da verstehe ich auch nicht die Kritik. Unmittelbar, und das steht in dem Tourismuskonzept drin, in dem übrigens viel mehr als diese vier Leitprodukte drinstehen, unmittelbar hinter diesen Leitprodukten, die im Schaufenster liegen, ist alles in dem Laden hoffentlich mit hoher Qualität, dass ich nachfragen, dass ich mir anschauen kann, zunächst im Internet. Das ist alles präsent. Ihr Hotel ist präsent. Die Bleiloch, die Hohenwartetalsperre sind präsent. Nur ich muss den geneigten potenziellen Touristen zunächst mal dorthin führen. Das heißt im Umkehrschluss, wir werden alle diese Produkte in Anführungszeichen gleichermaßen weiterentwickeln. Das heißt ja nicht, dass weniger Geld fließt. Wir müssen es sogar stärker konzentrieren darauf, dass wir zum Beispiel größere Tourismusverbände haben. Ich wünschte mir, dieser Ansatz Saalfeld, Holzland und Saalfeld-Rudolstadt würden mit Saale-Orla zusammengehen, um einen großen Verbund zu haben. Aber noch einmal, es heißt nicht, Ostthüringen kommt ja nicht vor. Nein, Ostthüringen kommt vor und bitte sorgen Sie dafür in so guter Qualität, dass es unmittelbar dann, wenn jemand Thüringen entdeckt hat, dann auch wirklich nachgefragt wird. Ja, aber Herr Minister, es gibt ein Signal, was man zumindest zur Kenntnis nehmen muss. Diese vier Produkte, die im Schaufenster stehen, sind natürlich auch ein Stück Auftrag der Landesregierung, diese Produkte weiterzuentwickeln. Das heißt also, investive Maßnahmen etc. und so weiter, besteht zumindest die Gefahr, dass man sagt, ja, es geht nach Weimar, es geht nach Erfurt, es geht in den Rennsteig. Und da muss man ja fairerweise sagen, Rennsteig ist nicht von Hörschel bis Blankenstein, sondern das ist natürlich eine Konzentration im Oberhof herum. Das muss man auch fairerweise sagen. Das ist eben schwierig. Die Gefahr besteht letzten Endes, dass man sich auf wenige Produkte konzentriert. Da gehen auch dann die entsprechenden Finanzmittel hin. Und deshalb fühlen wir uns ein Stück im Hintertreffen. Das ist zumindest eine gefühlte Situation. Ja, aber lassen Sie uns die Fakten gegen die Gefühle oder gegen die Befürchtungen setzen. Wir haben jetzt gerade Lutherjahr. Und die Wartburg übrigens mit ihrer Ausstellung, die ist so etwas von nachgefragt, dass ich bei der Wartburg nicht weiter investieren muss. Weimar entwickelt eine Zugkraft, die enorm ist. In Erfurt entsteht durch den ICE-Knoten jetzt ein Infrastrukturpunkt, der alleine dadurch wirbt. Und der Rennsteig ist bekannt und muss ausgebaut werden wie jeder andere Wanderweg. Im Übrigen ist es so, dass wir uns bei den Wanderwegen auch konzentrieren. Das heißt nicht, dass wir Wanderwege schließen wollen oder abschneiden wollen, sondern auch hier werden wir uns, und zwar quer durchs Land, auf die Wanderwege mit hoher Qualität, die Bundesländer miteinander verbinden, ein Stück stärker konzentrieren. Im Gegenteil, wir wollen regionale Tourismusentwicklung. Und der Saale-Orla-Kreis wird, hoffentlich kommen wir nochmal auf das Thüringer Meer, der wird die Unterstützung des Tourismusministers erfahren, wenn wir den Ankunftspunkt Saalburg, wenn wir den Ankunftspunkt Hohenwarte ausbauen. Ich wünschte mir, dass wir diese Magneten hin zum Thüringer Meer, dass wir die zunächst mal in hoher Qualität anbieten können, bis hin zur Ausschilderung auf der A9 und auf der A4, dass ich weiß, wo ich an diesen beiden Punkten komme. Um dann darüber zu reden, müssen wir irgendwo noch eine Schiffsanlegestelle ausbauen, fehlt dort ein Parkplatz und dergleichen mehr. Noch einmal, das ganze Projekt, das ganze Konzept, die Strategie funktionieren dann nicht,
wenn sich diejenigen, die nicht die zu den Vieren gehören, das sind ja tausende Destinationen in Thüringen, wenn die sich jetzt zurücklehnen und sagen, och, wir sind nicht im Schaufenster, also machen wir nichts. Also, ja, ich will geradezu Sie herausfordern, einmal mehr Qualität quer über das Land zu bieten, mal abgesehen davon, dass man sicherlich auch in der Bekanntheit steigen kann und demzufolge auch ein Schaufenster sein kann. Warum soll das auf vier beschränkt sein? Aber bitte, wir brauchen die Qualität dahinter und vielleicht unterhalten wir uns über die Qualität, die an dieser oder jener Stelle in Thüringen tatsächlich zu wünschen übrig lässt. Ich möchte an der Stelle einhaken, weil ich es gar nicht produktiv finden würde, wenn wir jetzt gegenseitig die Position weiter zementieren und dann sagen, ihr dürft nicht oder ihr wollt nicht. Mein Eindruck ist, immer dann läuft es gut, wenn, ich sage jetzt mal von unten her, von den örtlichen Akteuren etwas unternommen wird, etwas unterstützt wird. Und vielleicht ein wenig überraschend, manchmal passiert das an Stellen, wo man sagt, das ist doch ein Selbstläufer, da muss man doch gar nichts mehr tun. So ein Beispiel ist in Vorbereitung für Espresso TV auch ins Bild gesetzt worden. Ich schlage vor, wir schauen uns das jetzt mal an. Thüringer Meer mit einem ganz speziellen Event. Schon zum 21. Mal fand am vergangenen Wochenende das Sonne-Mond-Sterne-Festival an der Bleiloch-Talsperre in Saalburg statt. 36.000 Besucher aus ganz Deutschland reisten zum Tanzen und Feiern an den Stausee. Neben guter Laune gehörten vor allem Gummistiefel und Regencapes zur Grundausstattung. Schon am Mittwoch errichteten die Ersten ihre Camps auf dem Zeltplatz vor dem Festivalgelände. Das Motto für dieses Wochenende: ausgelassen feiern und Spaß haben. Dafür bot das ca. 120 Hektar große Areal mit einer Vielzahl an nationalen und internationalen Künstlern beste Gelegenheiten. Neben der sogenannten Mainstage befinden sich auf dem Gelände mehrere große Zelte und kleinere Bühnen. Hier spielten Größen wie Materia, Major Lazer und Martin Garrix bis in die frühen Morgenstunden. Über Langeweile brauchte sich hier niemand Gedanken zu machen. Kreative Ideen bei der Freizeitgestaltung und das gemeinsame Feiern waren Zeitvertreib genug. Als eines der größten Open-Air-Veranstaltungen für elektronische Tanzmusik ist das Sonne-Mond-Sterne-Festival schon weit über die Grenzen des Freistaates bekannt und wird mehr und mehr zum Aushängeschild unserer Region. Sonne-Mond-Sterne, dieses Jahr über 35.000 Gäste, sicherlich eine Zielgruppe, die man in einer Tourismusstrategie nun nicht unbedingt einzeln erwähnen muss, aber bemerkenswert, das, was die Veranstalter über die Jahre hinweg entwickelt haben, wird von den Touristikern vor Ort unterstützt. Da sagt sich jeder, warum denn eigentlich? Die haben doch schon ihre 35.000. Aber man macht sich trotzdem die Mühe. Man macht kleine Tütchen und packt da etwas hinein, was Aufmerksamkeit erregt. Und wenn es die Taschenlampe oder das Kondom ist. Aber da ist auch noch die Tourismuswerbung mit drin für die Region. Dieser Versuch, an den Gästen, die aus einem ganz speziellen Grund gekommen sind, anzuknüpfen und zu sagen, kommt doch wieder oder schickt uns eure Verwandten, eure Freunde her. Das finde ich ist absolut ehrenwert und natürlich auch eine Aktion, die ja oftmals im Ehrenamt auch von den Touristikern vor Ort geleistet wird, die ich bemerkenswert finde. Bringt denn das was aus Ihrer Sicht? Haben Sie davon schon mal irgendwo eine Rückmeldung bekommen? Also definitiv ist es natürlich ein Highlight, weil es nicht nur durch die Zeitungen, sondern auch durch Funk und Fernsehen geht, dass etwas stattfindet am Thüringer Meer. Dass das eine, ich sag mal, stark tolerierte Jugendveranstaltung ist, die natürlich auch nicht nur Freunde hat, weil um Saalburg herum flüchten natürlich die Urlauber in dieser Zeit. Muss man trotz alledem sagen, diese Zahl 35.000, die von privatem Aufwand gefördert hier passieren. Und die Resonanz daraus, dass wir tatsächlich jetzt schon Urlauber haben, die vor 18 Jahren mal dort waren und mit rumgedopt sind und dann aber während der Zeit, die sie genutzt haben, bei der An- und Abfahrt oder dazwischen, sich mal die Gegend angeschaut haben und haben gesagt, Mensch, hier kannst du auch mal Urlaub machen. Natürlich nicht in der Zeit, wenn Sonne, Mond und Sterne ist, aber die andere Zeit des Jahres ist ja noch lang genug und die schönen Tage überwiegen bei uns. Ja, und die Garantie, dass man mit dem Wasser was anfangen kann, das macht schon Sinn. Aber ich bin noch mal auf das Gespräch. Der Herr Minister hat das vorhin wunderbar gesagt. Eigentlich brauchen wir mit Wartburg nichts mehr zu machen. Das läuft von alleine. Mit Eisenach und Erfurt, mit Weimar und Erfurt ist es genauso. Ja, gibt es einen guten Gera, der hat mir mal so einen Spruch gesagt.
Coca-Cola würde nie für seine Cola Werbung machen. Die würden die Werbung immer auf etwas machen, was sie neu in den Markt bringen wollen, neu verkaufen wollen und wo sie wissen, da ist ein Potenzial dahinter, was funktioniert. Ja? Und das ist das, was wir erhofft haben bei der Tourismuskonzeption, dass man mal sagt, hier kann man mal wirklich was Neues probieren. Ich muss nicht Erfurt, Eisenach und Weimar verkaufen. Das wissen alle mittlerweile, dass das in Thüringen ist. Und dass der Rennsteig in Thüringen ist, so gut oder schlecht wie der Wanderweg ist, das wissen mittlerweile auch alle. Aber der fängt nicht in Hörschel an, gell? Der fängt in Blankenstein an. Das fällt mir noch gerade ein. Das steht nämlich in Blankenstein so geschrieben. Ja? Aber das ist im Prinzip so eine Sache, wo ich sage, das ist eigentlich der Bekanntheitsgrad jetzt da. Ja? Aber wenn ich dann überlege, wir haben mit dem Hainich, wir haben mit dem Plotner Teichgebiet die zwei größten Naturschutzgebiete in Thüringen. Wir haben mit dem Thüringer Meer eine Symbiose, die schon längst entwickelt hätte sein müssen. Aber wir haben natürlich ein Problem. Seit 1990 wird Tourismus in Thüringen nach den alten Transitstraßenbüchern gemacht, so wie das die Minister vorgefunden haben, die alle ausnahmslos aus den alten Bundesländern gekommen sind. Die haben nämlich ihr Transitbuch bekommen, wo macht man in Thüringen Urlaub? Das war Eisenach, Erfurt, Weimar, vielleicht noch Jena und dann ging es noch bis Friedrichsrodau und Oberhof. Und genau diese Schiene, die ist von den ersten Regierungen verfolgt worden und es ist nie anders geworden. Es ist immer nur diese Schiene. Und wenn man bedenkt, dass um unser Thüringer Meer herum, ja, eigentlich zu DDR-Zeiten gar keine große Innovation gemacht wurde, um das als Urlaubsgebiet zu verkaufen, weil nämlich alle, die einen hohen Rang und Namen hatten zu DDR-Zeiten, sich dort ihr Häuschen gebaut haben oder ihre Ferieneinrichtungen, ne? Ob das nun Saalburg, die Bezirksleitung der SED war oder ob bei uns die Chefs von Bauernverband, die haben sich dort eingenistet und die wollten eigentlich gar nicht das Wohligen drumherum haben. Ja, dann war ja die Grenznahe auch noch ein Faktor, der dagegen gespielt hat, dass diese Region entwickelt wird. Und jetzt ist es eigentlich schade, dass wir hier nicht mal reinfassen und sagen, Mensch, hier geht was. Wir machen ein Zollenroderer Meer auf. Ich finde das toll. Nur ein Zollenroderer Meer ist nichts ohne die anderen Stauseen. Was machen wir? Wir verbinden das Zollenroderer Meer mit den vogtländischen oder sächsischen Stauseen. Anstatt die größten Stauseen, die wir haben, endlich in einen Topf zu stecken und zu sagen, das ist unser Meer. Lassen wir haben vor 20 Jahren schon gesagt, Thüringer Wald und Meer, das ist die Schiene, die Thüringen braucht, weil wir damit viel mehr einfassen. Was hat man mit uns gemacht? Bei Reinholz waren wir dann südlicher Thüringer Wald oder östlicher Thüringer Wald oder südöstlicher Thüringer Wald, alles nur Schnulli. Das machen wir ja jetzt alles nicht mehr. Zum Glück haben Sie jetzt einen Tourismusminister, der nicht aus dem Westen kommt, sondern der in Gera geboren ist und nicht auf diese Landkarte guckt. Sie haben etwas sehr Wichtiges gesagt. Sie möchten jetzt endlich, dass alles das vermarktet wird. Und wir gehen jetzt mal einen Moment weg von den Leitprodukten und der Philosophie, die dahinter steht. Wir haben ja noch was anderes, sicherlich viel Wichtigeres beschrieben. Das eine ist nämlich, wir müssen die Digitalisierung nutzen, indem wir, die Fachleute sagen, ein Daten-Content, ein Content-Management aufbauen. Digitalisierung mehrfacher Hinsicht. Alles das, was an Informationen ist, muss in eine solche Datenbank getan werden, dass, wenn ich bei den großen Booking-Plattformen bin, tatsächlich auch auf Ihr Hotel, auf das Thüringer Meer, auf Ziegenrück oder was weiß ich was komme. Das heißt eine Vereinheitlichung, eine Vernetzung zwischen den Destinationen, zwischen den Verbänden und Vereinen müssen wir hinbekommen. Und schließlich auch die Betriebe selbst müssen sich digitalisieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das Zweite ist, mit einer solchen einheitlichen Strategie könnten wir Pakete anbieten. Das ist das, was Sie ansprechen. Wenn ich im Zollenroder am Meer bin, warum soll ich nicht Bleiloch und Hohenwarte mit besuchen? Warum mache ich da nicht ein Paket draus? Oder ich bin in Schleiz oder ein Stückchen weiter weg in Greiz oder in Gera, wo auch immer, mache dort meinen Städtetourismus. Und biete danach ein Wellness-Natur-Erlebnis-Urlaub an. Diese Pakete können wir dann, wenn wir dieses Management aufgebaut haben mit Ihrer Hilfe, das können wir anbieten. Und so wie Sie es vorhin gesagt haben, das kommt nicht von oben, sondern das wird getragen. Genauso wie diese Strategie, nehmen wir mal an, dass Ihr Verein, Verband da nicht ganz so glücklich ist, steht viel darin, wo man sicherlich einverstanden ist, das ist von unten gewachsen in einem anderthalbjährigen Prozess, nicht oktroyiert von jemandem. Und deshalb glaube ich, dass alle jetzt auch einen Ruck spüren. Wir müssen jetzt bei der Digitalisierung, bei der Qualität der Betriebe, bei der Marke, wie wir sie nach außen bringen, wie wir Zielgruppen spezifisch ansprechen, müssen wir in der Qualität wirklich einen entscheidenden Schritt besser werden. Ansonsten wird Thüringen nicht als Tourismusland in der Zukunft neben den anderen Wettbewerbern gut genug wahrgenommen.
Lassen Sie mich bitte noch eine Frage stellen, bezogen auf das, was wir gesehen haben von SMS mit über 35.000, die in kurzer Zeit da sind. Wofür es, wenn ich richtig orientiert bin, kein Geld vom Land gibt, sondern das ist rein privat organisiert und wird örtlich unterstützt. So soll es sein. Warum ist das bei Oberhof anders? Warum steckt man über viele, viele Jahre immer wieder bei Oberhof viel Geld hinein, obwohl man auf diese Zahlen leider nicht kommen kann? Ich will die Vergangenheit nicht bewerten. Bewerten Sie bitte das, was ich seit dem Dezember 2014 mache. Mhm. Ich habe im Januar, Februar 2014 bereits gesagt, wir werden wegkommen von diesem Ansatz, dass wir Thüringer Wald sagen und Oberhof meinen. Aus mehrfacher Hinsicht. Einmal ist sehr viel Geld reingeflossen. Ich bitte aber zu berücksichtigen, dass das eine sportliche Komponente hat. Also alles das, was mit Biathlon, mit dem Olympiastützpunkt zu tun hat, mit der Schanze und dergleichen mehr, ist nicht direkt Tourismus, sondern indirekt. Das Zweite ist, was die Folge war, nicht nur, dass da sehr viel Geld geflossen ist, sondern dass die anderen sich, so wie wir es hier diskutiert haben, zurückgesetzt gefühlt haben. Und deshalb habe ich meinen Staatssekretär gebeten, dass wir ein Thüringer Waldprojekt aufbauen, was übrigens nicht nur den Tourismus im Blick hat, sondern die Infrastruktur, die Wirtschaft, alles das, was mit Bürokratie und mit all dem zu tun hat. Regionalverbünde, wenn es darum geht, zum Beispiel ein einheitliches Ticket zu haben und dergleichen mehr. Und das wird jetzt wiederum in einem Prozess von unten aufgesetzt. Ich war ein bisschen gespeist von meinen Erfahrungen mit der Olympiabewerbung. Wenn du ein Ziel formulierst und nicht jemanden vor den Kopf stößt, sondern sagst, komm, mach mit, sag mir, was kannst du dazu beitragen, dann werden, das haben Sie, glaube ich, gesagt auch, dann werden in so einem Tourismusverein werden plötzlich Kräfte wach, da werden Projekte wie zum Beispiel SMS, was es schon sehr, sehr lange gibt, werden organisiert, die dann dazu führen, dass wir insgesamt nach vorn kommen. Ich würde ganz gerne noch einen Satz zu den Events sagen. Mhm. Ist Ihnen das auch schon so gegangen, dass Sie einen Gast nach Thüringen gebeten haben? Der war zum ersten Mal da und dann hat er gesagt, wenn ich das gewusst hätte, wie schön das ist, wie das, wäre ich schon viel früher gekommen. Und Events sind ganz wesentlich dafür, dass ich jemanden überhaupt mal nach Thüringen hole. Es ist laut, es ist für die Anwohner eine Zumutung, aber für die 35.000, die dann in 10 Jahren vielleicht nicht mehr da rumrocken, ist es der Ansatzpunkt, mal wiederzukommen. Das Gleiche gilt, was weiß ich was, für die Domstufenfestspiele oder Events auf der Leuchtenburg oder wo auch immer. Oder eben auch in Zollenroda jetzt, wo wir diese Seebühne haben. Diese kommen einmal hin, sind angefüttert und kommen hoffentlich wieder. Ich möchte das eigentlich bestätigen. Ich besuche ja jedes Jahr die SMS, um einfach ein bisschen ein Feeling dafür zu bekommen. Es sind in der Regel Menschen da zwischen 20 und 30. Natürlich haben die nur die Musik im Kopf und so weiter und so fort, aber man muss die Langzeitwirkung sehen. Und die Touristiker in der unmittelbaren Nähe sagen mir, in Größenordnung kommt jetzt schon die nächste Generation, die vor 20 oder vor 15 Jahren da war, jetzt halt eine Familie gegründet hat und sagt, hier sind wir mal im Prinzip als Jugendliche gewesen und schauen sich zum Teil die SMS von Weitem an, weil die Musik hört man auch sehr weit. Man muss da nicht unbedingt vor Ort sein. Ja. Also dieser Effekt letzten Endes wiederholt, die Region zu besuchen, ist eindeutig da. Das können wir also bestätigen. Und deshalb kann ich nur unterstützen, Events sind ein Tor für die Entwicklung letzten Endes. Wir haben noch die Hoverkraft-Europameisterschaft in diesem Jahr beispielsweise. Rudelstadt auch, nicht? Ja. Oder auch das Schleizer Dreieck beispielsweise ist nach wie vor mit 20.000, 30.000 Besuchern bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft ein wichtiges Event, weil die gesamte Region ist ausgebucht und die Leute bleiben zum Teil auch noch länger und kommen zu anderen Zeiten. Deshalb kann ich nur unterstützen, dass wir so etwas weiter mittragen. Es gibt immer ein paar Kritiker, denen ist es zu laut bei SMS und so weiter, aber insgesamt wird das positiv von der Region wahrgenommen. Mhm. Lassen Sie mich noch mal aufs Papier zurückkommen. Ich finde es bemerkenswert und ich finde es auch, es war höchste Zeit, dass man die Bestandsaufnahme auch mal macht, wo sind die Schwachpunkte und wo sind die Dinge, mit denen wir vielleicht gedanklich anders umgehen sollten.
Da stößt mir das Thema auf, was ist unser Vorzug, womit sind wir bisher eigentlich in Anführungsstrichen erfolgreich, nämlich mit einem relativ niedrigen Preisniveau. Das macht, der Minister hat das vorhin auch schon mal gesagt, es mitunter dann auch wieder schwer, so viel zu erwirtschaften, dass man weiterkommen kann. Wie sehen Sie dieses Problem aus Ihrer Sicht als Hotelier? Es ist ein, ich sag mal einfach in seiner Kompaktheit, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Weil hier kommen verschiedene Faktoren auf uns zu oder sind auf uns zugekommen, die alle dazu mitspielen. Das ist neben dem, dass man uns nicht kennt, immer noch der Faktor, dass wir feststellen, dass Mindestlohn, Mindestarbeitszeit, dass fehlende vernünftige Umsatzsteuersätze, wie sie in den meisten europäischen Ländern schon gang und gäbe sind und in Deutschland immer noch nicht gehandhabt werden. Es ist nach wie vor so, dass eben Hundefutter 7% und ein Essen 19% kostet und dass, wenn du den Schnitzel im Stehen isst, nur 7% und wenn du dich hinsetzt, 19% kostet. Wenn dieser ganze Quatsch mal weg wäre, Mindestlohn brauchen wir uns nicht unterhalten. Da hätte allerdings vor 20 Jahren kommen müssen. Dann hätte sich die Spreu vom Weizen viel eher getrennt. Denn mit so Billiglöhnen haben wir noch nie gearbeitet. Wir wollen qualifizierte Mitarbeiter haben. Und solange wie wir die noch haben, werden wir die auch ordentlich entlohnen. Da gibt es gar keine Diskussion. Aber diese ganzen Faktoren, die da zusammenspielen, dass eben der Fachkräftemangel definitiv ist, dass eine Gastronomie schon lange nicht mehr der erstrebenswerte Beruf ist, weil man kann viel mehr Geld von Montag bis Freitag oder im Internet verdienen als hier in der rollenden Woche. Ja, das muss man verstehen und das muss man akzeptieren. Man muss andere Wege gehen, man muss, ich sag mal, einfach die Effizienz im eigenen Hause verbessern und so gestalten, dass man dann trotzdem über die Bühne kommt. Aber wir haben bei uns viele Beispiele, dass eigentlich dieses ganze Wachsen in der qualitativen Form eigentlich gehemmt wird durch die fehlenden Arbeitskräfte, durch die falschen Bedingungen, die uns auf dem Markt national und international gegeben werden, weil einfach dazu nichts passiert. Wenn ich mir Österreich anschaue, dort ist Alkohol noch mit 20% und der Rest ist bei 10%. In Deutschland bärmeln wir rum, FDP-Lobby 7% für Übernachtung. Das ist großer Quatsch, das ist eigentlich europaweit normal. Wenn man uns das bieten würde, und man hat ja gesehen, dass in der Gastronomie insgesamt diese 12%, die eingespart wurden in der Übernachtung, zu über 150% wieder in den investiven Bereich gegangen sind. Man hat ja gesehen, dass das fruchtet, dass das funktioniert. Ja, dann ist das eigentlich der Appell, besonders eben auch in dem Hinsicht, dass wir ja bald noch mal Wahlen haben, ne? Mal wieder dran drüber nachzudenken. Das kann nicht sein, dass das dann von der Hotelkette ausgenutzt wird für ihre, für ihre Schindluderei. Das ist eh vorbei mit dem Lohngefüge, mit Mindestlohn. Hier muss was passieren, dass wir Bedingungen bekommen, mit denen wir arbeiten können. Investiv habe ich noch keine Angst gehabt, jede Mark, die übrig geblieben ist, wieder einzustecken in das Hotel. Ja, das machen wir seit 25 Jahren. Und wenn ich Geld übrig habe, baue ich mir nicht ein neues Haus für mich, sondern ich stecke es in das Haus rein. Ich weiß, dass Bäder nach 20 Jahren neu gemacht werden müssen. Ich weiß, dass ein Heizhaus nur 20 Jahre hält. Und diese Sachen auch energetisch zu erneuern, das machen aber die meisten um mich herum auch in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wenn wir aber dann Straßenbaumaßnahmen haben, wo eine Brücke in Saalburg ein Jahr lang zu ist, ja, wo wir sagen, Ziegenrück wird es die nächsten 2 Jahre erwischen, da wird von Pößneck die Verbindungsstraße, die Hauptverbindungsstraße 2 Jahre zu sein, weil wir 1 Kilometer Straße bauen. Wenn wir dann sehen, dass in Österreich eine Passstraße in 2 Monaten gebaut wird, dann ist das für mich immer so eine Schwierigkeit, wo ich sage, Leute, hier muss doch mal was passieren. Man begreift ja endlich, dass dieses Pflänzchen, wie Sie das so schön in Hütten gesagt haben, ne, was ja eigentlich viel mehr ist, das ist ja schon richtig viel Grün, dass das alles entwickelt und gestaltet werden muss. Aber da müssen alle mitspielen. Wir haben 2 verschiedene Landkreise, ein Saale-Holzlandkreis und ein Saalfeld-Rudelstadt. Die bauen beide an der Straße von Jena Richtung Rudelstadt. Du kommst von Kala nicht nach Neustadt, du kommst von Orlamünde nicht nach Pößneck. Du fährst einen Bogen, dass viele Urlauber schon auf dieser Strecke sagen, Schluss. Und das spielt alles dagegen. Weil einfach diese ganzen Koordinationen nicht funktionieren. Ja, das ist richtig schwierig. Ja. Das geht ja weiter mit den kommunalen und Kreisstraßen und mit dem Runterwidmen von Straßen, wo du dann das Problem hast, dass du über 3-4 Monate gar keinen lang schicken darfst. Ja. Mit der Wagenbezeichnung kein Winterdienst haben wir uns sicherlich sichergestellt. Aber das Problem, wenn was passiert, wer haftet dafür? Ja, und bei uns geht es nun mal berghoch, bergrunter. Was die Radfahrer zu schätzen wissen. Ich muss noch eine Frage nachschieben an der Stelle. Wenn Sie jetzt sagen würden, wir wollen vom Billigpreisniveau, von dem Aushängeschild
wegkommen. Also wir machen ruhig auch etwas teurer. Dann wissen Sie ja, der Besucher, der Gast, der Tourist, der bleiben soll, der will ja auch was dafür haben. Was können Sie ihm denn bieten, wenn er zu Ihnen nach Ziegenrück kommt und länger als 3 Tage bleiben soll? Das ist eine sehr gute Frage. Also im Moment haben wir eine durchschnittliche Jahresauslastung, die liegt bei 5 Tagen in Ziegenrück. Im Moment haben wir im Gegensatz dem Statistischen Landesamt natürlich fast das Doppelte an Übernachtungen in Ziegenrück, aber eben sehr viel in kleinen Quartieren, einen Campingplatz und allem, was dazugehört. Im Moment ist es so, dass wir im Preisgefüge, ich sag mal, im oberen Limit dessen stehen, was um uns herum angeboten wird, weil das auch eine Rolle spielt. Ich kann mich nicht alleine dorthin stellen und sagen, mein Doppelzimmer kostet ab morgen 110 Euro. Das Größere sowieso, das kostet es heute schon. Aber ich brauche auch noch einen vernünftigen Preis, der relevant ist zu allem, was um mich herum ist. Und da haben wir nicht nur das Vogtland noch für uns als kleinen Mitbewerber, der uns anstrengt, da haben wir auch noch Oberfranken als Mitbewerber, die uns anstrengen, ja, die dort ganz böse nach unten marschieren, um uns einen auszuwischen. Und das ist nicht so einfach. Da muss man einfach auch sagen, da musst du schon ein schönes Gradmesser sein. Was bieten wir unseren Gästen? Natürlich, aus der Haustür raus, Natur pur. Ja. Wir sagen nicht für umsonst, Ziegenrück ist Ferienglück. Aber wir haben eben auch bei uns, ich sag mal, regionale Küche. Wir haben bei uns die wunderbare Anbindung. In einer Viertelstunde bist du im Moorbad Lobenstein, da kannst du ins Thermalbad gehen. Du bist in einer halben Stunde in Zollenroda im Freizeitbad. Du brauchst 40 Minuten bis Bad Kloster Lausnitz ins Freizeitbad. Das ist das, was Schuster gut gemacht hat. Also Bäder hat er genug gebaut. Ja, wir brauchen noch bloß eine halbe Stunde nach Saalfeld, ja, in den Saalemax. Wir brauchen auch bloß 35 Minuten nach Jena in das Galaxy. Also wir haben 5 große Erlebnisbäder um uns herum. Eigentlich ein Garant dafür, dass wir selbst, wenn es mal regnet, was ja bei uns selten ist, ja, kriegen wir die Leute noch zum Baden. Ja, und das sind eigentlich Sachen. Und über unsere Küche und über unseren Keller wollen wir uns nicht beschweren. Da haben wir alleine in Ziegenrück bei 670 Einwohnern noch 4 Gaststätten. Und noch 2 Imbissstationen, und die leben alle gut. Ja, das ist eigentlich schönes entscheidend. Beispiel. Ja. Schönes Beispiel. Deswegen darf man das nie vergessen, wenn wir Thüringer Meerentwicklung sagen, wir machen was in Saalburg und was in Hohenwarte. Der Mittelpunkt dieses Thüringer Meeres ist nur Ziegenrück. Richtig verstanden, wir haben ja darüber diskutiert, das sind Ankunftspunkte, mehr ist es nicht. Ne? Aber vielleicht noch ein Aspekt, das ist schon ganz wichtig, Michael Marx hat es gesagt, also wir müssen ein Stück weg von dem Billigtourismus. Denn eins steht jedenfalls fest: die Touristiker müssen am Ende eine Wertschöpfungskette aufbauen können, die auch wirklich dann garantiert, dass immer permanent was Neues entsteht. Wir haben enormen Nachholbedarf nach wie vor, und demzufolge muss das Einkommen so sein, dass am Ende auch diese Wertschöpfungskette funktioniert. Deshalb mein Appell ist immer auch an die Mitglieder letzten Endes, ihr müsst ein Stück Qualität anbieten, und das hat halt seinen Preis. Wir haben ja Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich will zunächst mal die Frage an diejenigen stellen, die da jetzt am Fernseher sitzen. Sind Sie eigentlich bereit, für eine Dienstleistung ein adäquates Geld zu bezahlen? Oder schielen Sie danach, dass das Schnitzel für 7 Euro, einschließlich allem Drum und Dran, wunderschön serviert an einem Tisch, warmer Raum, geheizt also und schönes Licht ist, und ich zahle eben 7,50 Euro und gehe dann noch mit 20 Cent Trinkgeld raus. Also zunächst mal müssen wir, und das gilt nicht nur für die Hotellerie und das Gastgewerbe, sondern das gilt für die Pflegeberufe, das gilt für die Erzieherinnen und so weiter. Wir müssen lernen, wir müssen begreifen, dass Dienstleistung wertvoll ist und dass die Menschen, die diese Dienstleistung erbringen, adäquat bezahlt werden müssen, und andererseits, dass es eine Umgebung braucht, die auch Investitionen verlangt. So, das ist einmal sozusagen der Kunde. Ich weiß, der Appell hat wenig Sinn, aber nicht nur Geiz ist geil, billig, billig, billig. Und ich habe gehört, dass insbesondere die, die die niedrigsten Preise wollen, die das billigste Angebot wollen, das sind diejenigen, die am meisten im Gästebuch oder im Internet meckern, wenn dies oder jenes nicht in Ordnung ist. Und da sollte sich jeder jetzt mal an der Nase zupfen und sagen, ich muss, obwohl ich nicht allzu viel im Portemonnaie habe, auf der anderen Seite eine Dienstleistung auch würdigen. Der zweite Punkt ist, ich möchte weg von dem Kriterium Übernachtungszahl und Ankunftszahl als Maßstab dafür, ob der Tourismus gut ist oder nicht. Ich kriege ständig um die Ohren gehauen, ihr habt doch jetzt eine Seitwärtsbewegung und in dem Land XY, Bundesland, ist es doch wesentlich besser, und wieso haben wir nicht mehr Übernachtung? Wenn wir diese Seitwärtsbewegung behielten, von mir aus im Städtetourismus nach oben ging, und die Höhe des Umsatzes sich steigern würde, dann wäre mir das wesentlich angenehmer. Das ist das prioritäre Ziel.
Und wie können wir das schaffen? Indem wir gemeinsam auch mit Fördergeld des Freistaates, also der öffentlichen Hand, für Investitionen sorgen, sowohl in die Infrastruktur ringsherum. Ganz wichtig. Wir haben darüber gesprochen und da reden wir über Grundstücke, wo ich ein Feriendorf hinbaue. Da reden wir über Wanderwege, die ausgeschildert sein müssen. Da reden wir über die Straßen, auf denen ich da hinkomme, über ein einheitliches Ticket, dass ich da mit dem Regionalverbund klarkomme. Das sind alles Angelegenheiten der öffentlichen Hand. Und auf der anderen Seite das private Engagement stärken, indem wir sagen, und das ist ja unser gemeinsamer Appell offensichtlich, Leute, bietet nicht nur billig an, sondern versucht moderat die Preise auf das Niveau zu heben, dass ihr die Leute anständig bezahlen könnt und vor allen Dingen eben auch investieren könnt. Und mein Appell an die lieben Banken ist, die Hotellerie, das Gastgewerbe ist eine Risikobranche, die wird schon gleich mal rot angestrichen. Wir brauchen mutige Finanziers, die die Perspektive eines Investors, eines Hoteliers oder eines, der eine Pension betreibt, sehen und sagen, okay, wir gehen in ein gewisses Risiko. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich nicht unsinnig sein darf, aber wo man vielleicht mal ein Stück mehr zugeht auf denjenigen, der eine Vision hat für seine Destination. Ich möchte an der Stelle, dass wir uns noch mal ein paar Bilder anschauen. Sie haben es vorhin als eine Konkurrenzdestination benannt, Vogtland. Wir gehen jetzt mal an das andere Meer, wir gehen mal ans Zollernroderer Meer und schauen mal, was da an Bildern und Informationen da ist. Das Zollernroderer Meer, eine Talsperre im Nordwesten des Vogtlands, die bis 2012 ausschließlich zur Trinkwasserversorgung diente. Die Freigabe der Talsperre im September vor 5 Jahren ebnete den Weg für den Tourismus am Zollernroderer Meer. Ein absoluter Glücksfall, denn die Region zählt zu einem der attraktivsten Landschaftsräume in Ostthüringen. Seit Mai 2017 finden Touristen am Ufer des Stausees nicht nur Entspannung und Ruhe, sondern auch die neu errichtete Seestern-Panoramabühne. Mit 999 Plätzen ist sie die größte Allwetterbühne Thüringens und bietet Raum für Veranstaltungen von Festivals über Comedy- und Eventshows bis hin zu Märkten und Lesungen. Die Besonderheit der Bühne ist ihre Vielfältigkeit. In den Wintermonaten entsteht aus der Fläche eine Eislaufbahn. So können Besucher das ganze Jahr über den Blick auf das Zollernroderer Meer genießen. Ob auf Schlittschuhen oder als Gast einer der Veranstaltungen. Um solche Projekte wie die Seestern-Panoramabühne umsetzen zu können, bedarf es neben Engagement und der Liebe zur Kultur allerdings genügend finanzielle Mittel. Wie genau können also solche Vorhaben zum Erfolg geführt werden? Entscheidend sind Kriterien wie zum Beispiel, ob denn hier die Region schon ein regionales Entwicklungskonzept hat, ob sich das Projekt in die touristische Gesamtkonzeption eingliedert, ob denn überregionale Bedeutung gegeben ist und ob sich in die Kriterien der Landestourismuskonzeption eingliedert und in den Landesentwicklungsplan. Das sind alles solche Kriterien. Eigeninitiative ist enorm wichtig für ein Gelingen von Projekten wie der Seestern-Panoramabühne. Genauso wichtig ist aber die Unterstützung von öffentlichen Trägern. Welche Rolle spielen Fördermittel bei der Errichtung touristischer Anlaufpunkte? Also ich denke, das ist im Bereich Tourismus unabdingbar. Zumal in der heutigen finanziellen Situation sind die Kommunen nicht mehr in der Lage, das aus eigener Kraft zu stemmen. Und deswegen ist hier staatliche Unterstützung vonnöten und auch gut angelegt. Denn nur so können wir hier unsere Infrastruktur aufbauen. Und wir sehen es jetzt ganz stark in diesem Jahr, dass wir, also an den Besucherzahlen, dass wir hier richtig liegen mit der Investition. Und nach können wir sehen, dass auch auf den Dörfern hier die Leute langsam wachgerüttelt werden und hier selber ihre Vierseithöfe wieder instand setzen oder alte Schulhäuser reaktiviert werden. Es zeigt sich also, dass eine kleine Veränderung viel bewirken kann. Die Freigabe der Talsperre hat eine ganze Region dazu bewegt, touristisch aktiv zu werden und neue Perspektiven zu gewinnen. Und was mir
bei der Beobachtung über viele Jahre hinweg genau dort aufgefallen ist. Es ist nicht wie vielerorts sonst so gewesen, dass jeder einzelne Akteur für sich ein bisschen versucht hat, was zu machen, sondern es gibt eine koordinierende Kraft und die ist irgendwo ihrem Hause zugeordnet und nachgeordnet, die Landesentwicklungsgesellschaft, die dort in Zollernrode etwas gemacht hat, was sich viele andere wahrscheinlich wünschen. Da ist einer, der bringt die alle zusammen, die sich sonst manchmal vielleicht auch aus Konkurrenzdenken oder gegenseitigen Ängsten nicht getrauen, miteinander zu arbeiten. Wie wichtig sehen Sie dieses Beispiel an, um vielleicht auch in anderen Regionen damit ein Stückchen vorwärts zu kommen? Oder anders gefragt, offenbar leistet die Thüringer Tourismusgesellschaft diesen Part nicht. Das sind jetzt zwei Fragen. Ich will kurz auf die letzte eingehen. Die TTG, Tourismusgesellschaft, und die Landesentwicklungsgesellschaft haben unterschiedliche Aufgaben. Die TTG insbesondere Fragen der Vermarktung zu realisieren, Beratung von Unternehmen, Schulungen und dergleichen mehr. Während die Landesentwicklungsgesellschaft unter anderem eine Abteilung hat, die sich mit Regionalentwicklung beschäftigt. Sie sprechen den Herrn Jäger von der Landesentwicklungsgesellschaft an und wir könnten jetzt durch Thüringen gehen. Es sind ganz unterschiedliche Regionen, Regionalprojekte, die von der Landesentwicklungsgesellschaft gestützt werden. Sie sprechen einen der entscheidenden Punkte an. Es klang mehrfach an. Wenn man gegeneinander arbeitet, wenn man nicht sich auf ein Ziel verständigt, an einem Strang zieht, dann kann ein Projektentwickler sich abstrampeln, wie er will. Der Bürgermeister XY kann tun und lassen, was er will. Es wird nicht vorangehen. Deshalb sagt die Tourismusstrategie auch, wir werden darüber nachdenken müssen, ob die Strukturen, die wir haben, wir sprachen über die Tourismusverbände und Vereine, der haben wir 16 in Thüringen, in diesem kleinen Land, die sich zum Teil überlappen, die zum Teil nicht kooperieren, ob wir nicht zu anderen Strukturen kommen müssen, zumindest sagen die kleinen Vereine das, Vereine oder Verbände, die sagen, wir können gar nicht mehr das leisten, wir haben nicht mehr genug Leute, die diese Koordinierung übernehmen. Ich sprach vorhin von den Datenbanken, das muss alles gepflegt, eingepflegt werden. Ich muss entsprechende Broschüren drucken, Tourismus-Anlaufstellen in Schuss halten und dergleichen mehr. Also ob wir zu anderen Strukturen kommen müssen. Mein Appell ist an diejenigen, die mit Tourismus zu tun haben, zusammenzuarbeiten. Und ob das jetzt ein Herr Jäger am Zollernrode mehr ist oder ob das mein Staatssekretär Meyer ist, der im Thüringer Wald versucht, da x Landkreise und kreisfreie Städte unter einen Hut zu bringen, das ist nur möglich, wenn es wirklich den Willen gibt, Vorurteile abzubauen, sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen zu wollen, sondern an einem Strang zu ziehen. Und das geht bis runter auf die kommunale Ebene. Wir haben das auch schon angesprochen. Ein Hotel allein in Ziegenrück, das wird es nicht bringen. Sie brauchen die Restaurants ringsherum. Sie brauchen ihre Anlegestelle irgendwann mal, die in Ordnung ist. Sie brauchen Events, die gemacht werden. Also die Oberlandbahn, die ja, genau, touristisch attraktiv ist. Sie brauchen eine Bewegung in der Kommune, in der Gemeinde, in der Region, die sagt, Tourismus ist etwas ganz Entscheidendes für Thüringen. Wir müssen unsere Kräfte einsetzen und nicht nur immer auf staatliches Geld hoffen, sondern mit unserem eigenen Engagement es zu stemmen versuchen. Und dann gibt die öffentliche Hand Fördergeld dazu. Das klingt alles ganz fantastisch. Wenn ich sage, dann gibt das Land Geld dazu, das scheitert spätestens schon im Vorhinein, weil solange wie in Thüringen der Tourismus keine Pflicht, sondern eine freiwillige Aufgabe ist, solange wie 80% unserer Kommunen gar kein Geld mehr haben, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen, geschweige denn Freiwillige überhaupt in Angriff zu nehmen, solange wie, ich sag mal, einfach alles nicht richtig gedeckelt ist, solange wie wir eben eine Unterschiedlichkeit zwischen öffentlichem Nahverkehr und den Schifffahrten haben, wo es also gar keine Möglichkeit gibt, denen mal eine Förderung zu geben, dass das überhaupt mal angeschoben werden kann, solange wie solche Sachen im unreinen Sinn, können wir schlaue Sprüche machen ohne Ende. Es funktioniert am Schluss nicht. Wir haben einen Wanderweg, einen zertifizierten Wanderweg um den Stausee. Die Kommunen haben keinen, der den pflegen kann. Wir haben keinen. Wir haben dann ein paar freiwillige Handwerker aus unserem Ort, die losgehen, sonnabends mit Schakko und Schaufel den Weg sauber machen, dass er zertifiziert bleibt, weil es einer der wenigen schönen zertifizierten Wege ist. Wo übrigens die Gäste immer sagen, hätten wir das gewusst, wären wir nie auf den Rennsteig gegangen, weil an dem Stausee läuft es viel schöner. Aber diese Sachen muss man einfach mal mitnehmen, ne? Und wenn ich dann aber sehe, jetzt ist ein Baum umgefallen, wer macht den weg? Wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld.
Müssen wir warten, bis der Jäger oder der Förster wieder da unten mal ist und dann wird er mal weggeholt. Ansonsten bleibt es weg. Vielleicht noch eine Bemerkung. Also das, was in Zeulenroda geschaffen wurde, in der Ziegenhut, also großes Kompliment. Absolut. In einer relativ kurzen Zeit so etwas zu entwickeln, also fantastische Leistung. Man muss aber fairerweise eins sagen, die Ausgangsbedingungen waren auch völlig anders im Vergleich zum Thüringer Meer. Nämlich, es war eine Trinkwassertalsperre, es war dort alles verboten letzten Endes und man konnte dann mit der Aufgabe der Trinkwassergeschichte dann richtig neu starten. Und was ihnen eben wirklich gelungen ist, das hat einer richtig das Heft in die Hand genommen, es ist ein Konzept entwickelt worden und das wurde sukzessive umgesetzt. Ja. Deshalb also fantastisch, was da entstanden ist. Was wir am Thüringer Meer ein Stück als Schwierigkeit haben, das ist auch schon vom Minister angesprochen worden, wir haben ja eine Ausgangssituation. Es sind ja viele Leute da, die das schon über Jahre hinweg betreiben und so weiter und so fort. Und da eben Veränderungen, diese Gemeinsamkeit auch zu erzeugen, mit Unterstützung von Landesmitteln und so weiter und so fort, ist ein ganz schwieriges Geschäft. Michael Marx hat es angedeutet, ich bin ja hier ein glühender Verfechter, dass wir wieder die Schifffahrt, und zwar wieder regulär einführen und nicht nur eine Rundfahrt machen letzten Endes, ja. Es führt kein Weg rein. Ich habe schon zig Wege im Ministerium gehabt. Ich war auch beim Staatssekretär Meyer, der mir auch versprochen hat, dass, ja, das kriegen wir doch hin als Einzelprojekt und wie auch immer. Ne? Und ich brauche allein für den Stausee einen Zuschuss etwa von, also für den Pleiderstausee von 80.000. Dann könnten wir also im Prinzip diese reguläre Schifffahrt wieder einführen für einen Zeitraum von Mai bis Oktober meinetwegen. Es geht leider keine Tür auf, die uns diese Fördermittel gibt. Ja. Naja. Vielleicht ist man an dem Thema noch dran, aber das wäre so mein erstes Ziel wieder. Ich wollte auf unser Gespräch in Hütten zu sprechen kommen. Haben wir uns ja auch angesprochen. Da haben wir uns ganz gründlich angeschaut, was können wir aus dem Thüringer Meer machen. Da sind diese zig Maßnahmen aufgelistet worden, von denen Sie gesprochen haben. Und wir waren uns einig, wir müssen eine Schrittfolge haben, wir müssen Prioritäten setzen. Mhm. Und da sind wir jetzt dabei im Nachgang zu meiner Sommerrundtour, dass wir jetzt sagen, ich habe jetzt mal zwei Punkte rausgegriffen, dass wir sagen, wir müssen uns die Ankunftspunkte einschließlich des Hinweises auf den Autobahnen, die müssen wir in Angriff nehmen. Ich muss wie reingesogen werden, indem eben zum Beispiel Saalburg und Hohenwarte so ausgestattet sind. Hohenwarte war die Frage mit dem Turm und dem Aussichtsturm in Saalburg. Die Frage, wie machen wir das mit dem Feriendorf, wo legen wir das hin? Ja. Beispielsweise, wie können wir das mit der Anlegestelle besser gestalten? Wir haben auch über Ziegenrück gesprochen und vieles andere mehr. Und jetzt müssen wir mit Ihnen zusammen die Prioritäten abstecken und sagen, das sind die wichtigsten 10 Maßnahmen. Und wenn der Schiffsverkehr das ist, dann werden wir das tun. Dann werden wir das genauso tun, wie wir es in Zeulenroda gemacht haben, Schritt für Schritt für Schritt. Da entsteht jetzt ein Feriendorf. Zuvor haben wir den Spielplatz, das Café gemacht und natürlich alles darum, die Seebühne ist erwähnt worden, aber das Hotel selbst ist natürlich auch attraktiver geworden durch den Saunabereich und vieles andere mehr. Schritt für Schritt in einer Projektentwicklung, die LEG begleiten, auch führen kann, das machen sie, das sind Profis in dem, aber es muss natürlich getragen werden von der Region. Alles auf einmal geht nicht. Schlussrunde, die Zeit läuft davon. Die Zeit, die hier draufsteht, heißt 2025. Mhm. Ich vermute, Sie wollen jetzt nicht mit dem Papier das Jahr 2025 abwarten. Was würden Sie sich bis dahin noch an Veränderungen an der Strategie aus heutiger Sicht wünschen? Wenn nur das, was heute angesprochen wurde, Realität wird, wenn man wirklich, ich sag mal, aus diesem Gesamtkonzept 10 Schwerpunkte realisieren kann in den nächsten Jahren, ist uns schon viel geholfen. Wenn so kleine Punkte, die schon über Jahrzehnte bekannt sind, mal nebenbei mit auf der Agenda kommen, dass wir zum Beispiel sagen, es muss doch möglich sein, am Hohenwartestausee ein paar Engstellen so zu gestalten, dass ich dort ebenerdig langkomme. Dass ich mit dem Radweg mal an der Saale ein Stück lang fahren kann. Da gibt es 170 Meter. Da reden wir seit 20 Jahren. Und jeder gibt dir als Lippenbekenntnis, das ist doch kein Thema, das machen wir doch. Das haben wir doch schon ein paar Mal praktiziert in Thüringen. Es ist noch nichts passiert. Ja? Wir reden davon, dass wir, wenn Straßenbaumaßnahmen stattfinden, vernünftige Ausschilderungen und Umwegsbeschilderungen machen. Das geht immer vom Baum. Das sind so Situationen, wo ich dann sage, was ist das eigentlich? Ich meine, wenn ich nicht so lange gemacht hätte schon, wenn ich nicht schon 15 Jahre mit Komplettsperren von Durchfahrtsstraßen gelebt hätte, würde ich ja sagen, das ist grausam.
Ja, wir müssen uns dann anders helfen. Wir leben natürlich auch von Reisegesellschaften, ja, die es uns ein bisschen leichter macht, die dann auch herzulotsen. Aber es ist insgesamt, mein Wunsch ist, erkennt an, dass es neben den vier Fenstern noch eine ganz große Tür gibt, die man aufstoßen muss. Eine 8 Monate Möglichkeit, Thüringen zu vermarkten, Thüringen Urlauber zu partizipieren, ranzuholen. Vor allen Dingen, wenn ich die Zahlen sehe, diese 9 Millionen, die entstehen ja, die sind ja nur noch 9 Millionen, weil in den Städten immer mehr werden, weil es ja im Wald immer weniger wird. Machen wir uns ja nichts vor. Ja? Und bei uns ist eigentlich das weniger nur, weil ab und zu mal wieder ein Häuschen schließt, weil die Altersgrenze erreicht ist und ein Neuer gar nicht hin möchte, weil die Attraktivität der Region keinen Grund gibt, hier ein Hotel zu übernehmen. Das ist einfach auch die Frage, die man für die Zukunft messen muss. Wenn man die Region attraktiv macht, wenn man zeigt, dass man als Land interessiert ist, hier was zu tun, dann gibt es auch Interessenten, die sagen, Mensch, da baue ich mir doch ein Hotel dahin. Warum schafft denn das der Schwarzwald und der Bayerische Wald? Sind die schöner wie wir? Bei weitem nicht. Die größeren Seen haben wir. Und die machen an jedem kleinen Tümpel, bauen die 3 Hotels und das funktioniert. Weil es interessiert ist. Herr Fügmann. Ihre Wünsche? Ja, ich wünsche mir auch. Wir haben ein tolles Konzept, das regionale Entwicklungskonzept mit den vielen Projekten, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Das zielt ja auch bis 2025, bis 2030. Und da wünsche ich mir, dass wir dann in dieser Zeitschiene doch viele Projekte umsetzen. Es geht nur mit Hilfe des Landes. Der Minister hat das eigentlich erkannt. Wir müssen hier Leuchttürme schaffen, die dann gleichzeitig auch die Privatinitiative mobilisieren. Ich habe zurzeit den Eindruck, dass im privaten Bereich viele etwas tun wollen. Aber sie wünschen sich natürlich, dass es ein Stück abgestimmt ist und dass ihre Investition nachhaltig ist. Das ist ganz entscheidend. Ja. Und gerade im Bereich Infrastruktur, da wo letzten Endes die Verantwortung in der öffentlichen Hand ist, da müssen wir etwas tun. Das können wir nicht von den Privaten verlangen, dass die Radwege, die Straßen und so weiter, das ist öffentliche Hand. Und deshalb meine Bitte einfach an die Landesregierung, ja, geben Sie das nötige Geld den Städten und Gemeinden. Wir müssen es vor Ort umsetzen, das ist völlig klar. Das ist unsere Aufgabe, das ist eine Kernaufgabe, die für uns ganz wichtig ist. Und dann sind wir auch bereit, diese Initiative entsprechend zu übernehmen. Mhm. Herr Minister, sind Sie es leid, immer nur zu hören, gebt uns? Ich wollte zunächst auch auf Ihre Frage reagieren. Sie können sich denken, dass ich jetzt nicht sage, wie sollten wir jetzt die Tourismusstrategie 2025 weiterentwickeln. Ich wäre froh, wenn wir jetzt erstmal Schritt für Schritt das umsetzen. Wir haben die Diskussion mit den 4 Leitprodukten geführt. Ich habe versucht, deutlich zu machen, die Tür ist offen für alles das, was dahinter liegt, im Laden ist, dass wir das fortentwickeln wollen. Und einmal mehr auch an den vielen Beispielen, die Sie genannt haben. Da ist eine Umleitung, da fehlt es ein Stück am Radweg oder wir haben das mit der Schifffahrt nicht. Wir werden nicht gewinnen, wir werden nicht vorankommen, wenn der Blick nach Erfurt, wenn der Blick auf die Landesregierung oder den Tourismusminister geht, sondern es wird nur und ausschließlich funktionieren, wenn von der Kommune über die Region, über den Landkreis hinweg, Bürgerschaft, Unternehmerschaft begreift, bei all den Entscheidungen, die zu fällen sind und bei dem, wo ich die Ärmel auch als Privater aufkremple, ist Tourismus ein entscheidender Punkt. Wenn in dem Gemeinderat darüber diskutiert wird, wo das Geld angelegt wird, dann gibt es immer vorrangige Projekte und nachrangige. Und da muss das Bewusstsein wachsen, dass das Geld gut angelegt ist, wenn man was für den Tourismus tut, direkt oder indirekt. Und die nächste Ebene im Landkreis auch. Und wir können uns jetzt lange natürlich darüber unterhalten, sind die Gemeinden ordentlich finanziell ausgestattet, sind die Städte es, sind die Landkreise es oder ist es der Freistaat selbst? Und wenn ja oder wenn nein, haben wir die richtigen Prioritäten gesetzt. Auch das wird auch eine Rolle spielen, nicht zuletzt am 24. September mal hinzugucken, wer will investieren. Wir müssen in diesem Land, und zwar nicht nur im Tourismus, in der touristischen Infrastruktur, ich denke an Schulen, ich denke an Krankenhäuser, an Straßen und Brücken sowieso, Breitband und vieles andere mehr. Wir müssen investieren, wollen wir nicht zurückfallen. Wir fahren auf Verschleiß. Und dass wir da gute Lösungen anbieten, dass unter anderem die Landkreise und Gemeinden so finanziell ausgestattet sind, dass sie ihre Leistung erbringen können. Und wir werden den Tourismus nicht als pflichtige Leistung in irgendeine Verfassung hineinbringen. Das wird nicht gehen. Es muss aber genug Geld übrig bleiben, diese freiwillige Leistung, und derer gibt es viel, denken Sie an die Kultur, denken Sie an Sport, trotzdem auch zu finanzieren. Und das muss in einem reichen Land und auch in einem reichen Freistaat Thüringen möglich sein. Und da die richtigen Prioritäten zu setzen,
das Wichtige zu tun mit allen gemeinsam. Das wäre mein Wunsch in der Umsetzung dieser Strategie. Danke in die Runde und eine Bitte an die Zuschauer von Espresso TV. Fahren Sie selbst doch mal wieder im Land und schauen Sie sich ein wenig um, was es da alles an tollen Dingen zu entdecken geht. Und dann erzählen Sie es weiter. Vielleicht können ja auch Sie dazu beitragen, dass wir noch mehr Besucher bekommen. Danke.